liegt der Motor daneben. Sieht man das? Ja. Auseinandergebaut. Laut dem Mechaniker hier ist mit dem Motor nichts mehr zu retten. Ich sehe das anders. Aber sei es drum. Er sagt ausschließlich Motor ersetzen, sprich für 20.000, 30.000 und mehr halt einen Secondhand, den gleichen Motor Secondhand halt organisieren, einbauen. Ich habe da so gar keine Lust drauf, weil ich das natürlich eigentlich überhaupt nicht einsehe, dass ich überhaupt einen Pfennig in die Hand nehme von unserem Geld, also sprich von dem Geld, welches von euch kommt letztendlich und für die Zweckbestimmung selbstverständlich, wie das jeder weiß, ist. Es war und ist für alle. Das heißt, es ist eine neue Art und Form der Welt, so wie sie eigentlich sein sollte. Das heißt, es ist alles im Überfluss da, es ist alles vorhanden, niemand mangelt es an irgendwas. Es gibt Fahrzeuge, ich wurde kurz unterbrochen. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil mein Speicher ist begrenzt. Habe nicht viel Zeit wegen des Speichers. So, also die es vergessen haben oder die es nicht wissen, warum auch immer, der Grundgedanke des ganzen Projektes ist tatsächlich der, dass wir über Fahrzeuge, über eine Fahrzeugflotte quasi intern verfügen. Die Fahrzeuge, Boote, ATVs, Motocross-Maschinen, Racing-Maschinen, Custom-Make-Bikes, Supercars, Classic-Cars, alles war dabei. Es ist, liegt alles im Brachen, alles ist zerstört. Die große Frage stellt sich nach wie vor, wer war es und aus welchem Antrieb heraus? Wer hat es getan? Wer hat Anlass, uns das Projekt zu zerstören? Das sind Mutmaßungen. Wir können nur spekulieren, so lange, bis wir es wissen. Und ich möchte auch jegliche Zuweisung von Schuld oder Anschuldigung in eine bestimmte Richtung strengstens untersagen als solches. Das ist nicht, federführend nützlich. Ja, es sieht alles danach aus, zu wissen, wer es ist. Ja, es ist offensichtlich, aber es ist zu offensichtlich für meine Begriffe, als dass es wahr ist. Weil für meine Begriffe wird hier Feindseligkeit schon seit Anfang an gehegt und gefüllt und gefüttert. Denn es ist, kann kein Zufall sein, dass seitdem ich nach Thailand gegangen bin, ab der ersten Stunde, ab der ersten Sekunde, wo ich in Thailand war, ich dasselbe Gefühl hatte wie bis heute. Und das muss einen Grund haben. Das heißt, hier muss es eine Vorinformation geben, die direkt mit mir im Zusammenhang steht und die Menschen identifizieren mich als der,